Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro Computersysteme und zwar mit dem Gamer-PC Ryzen 7 5700X mit RX 6800 XT Aktions-PC für 1099 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer kurz vorweg, das System würde sich gewünscht von Max, ist im Moment als Aktion gelistet, wäre, denke ich, für manche Leute, mich eingeschlossen, sehr interessant. Deswegen schauen wir uns das Ding jetzt mal an. Grundsätzlich ist hier das Gehäusebild zu sehen, das Problem ist einfach, hier ist noch ein zweites Bild und da sind Sachen drin verbaut, die einfach so nicht stimmen. Bin ich auch so von Dubaro nicht gewohnt, aber hier haben sie es leider so gemacht. Also gebt bitte nichts auf das Bild, das System wird definitiv anders aussehen. Kommen wir zu den technischen Details. Als Prozessor haben wir einen AMD Ryzen 7 5700X. Er hat 8 Kerne und 16 Threads, eine TDP von 65 Watt, der kann sich aber auch einige mehr genehmigen und unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS. Das ist in dem Sinne ein abgespeckter 5800X. Wir hatten das auch jetzt schon öfter, dass dieser Prozessor gerne verbaut wird, weil er halt einfach günstig ist und auch die Leistung hat. Den könnt ihr nehmen zum Stream, zum Zocken, überhaupt kein Problem. Das passt in den Preisbereich schon. Und der kostet 179 Euro bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein End of High Spartan 5 Max. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 180 Watt. Ich hatte den auch schon im Test. Der hat auch geschafft, einen 12700K über 10 Minuten Cinebench Run kühl zu halten. Hätte ich das jetzt noch mal gemacht, hätte er das nicht mehr gepackt. Aber für diesen Prozessor, der hier drin ist, reicht er völlig aus. Der hat jetzt natürlich kein RGB-Bling-Bling oder so, das könnt ihr euch theoretisch umkonfigurieren, wenn ihr da Bock drauf habt, aber dann wärt ihr ein bisschen näher dran an dem Bild, was wir eben gesehen haben, obwohl da auch eine Wasserkühlung drin war. Von daher völlig egal. Ist halt ein stinknormaler schwarzer Kühler, passt aber soweit. Und der kostet 20,99 Euro bei Alternate. Das Mainboard ist ein Gigabyte B550 Gaming XV2. Das hat schon einen B550 Chipsatz. Natürlich, es gibt noch den X570, aber bei einem 5700X ob sich das lohnt, sei mal dahingestellt. Das ist schon soweit in Ordnung vom Chipsatz her. Das ist auch ein Full RTX Board mit gekühlten Spannungswandlern, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch eine weitere SSD. Hier kommt die Grafikkarte rein. Die beiden Slots werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Dafür habt ihr aber hier unten noch 2 weitere Slots für eine WLAN-Karte oder Capture-Card. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, einmal USB 3.1, HDMI und DVI könnt ihr hier sowieso nicht benutzen. Der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Dann haben wir noch zweimal USB 2.0 und einen PS2-Anschluss werdet ihr sehr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Wenn ihr mit der Anzahl der USB-Anschlüsse klarkommt, könnt ihr das Board gerne nehmen. Das ist soweit qualitativ auch in Ordnung. Ich hatte das selber auch eine ganze Zeit lang. Das passt in den Preisbereich schon. Und das kostet 105,09 Euro bei Zenetic.de. Die Grafikkarte ist eine 16 GB AMD Radeon RX 6800 XT. Da wir nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir wieder die günstigste. Das ist in dem Fall die XFX Speedster Merc 319 Radeon RX 6800 XT Core Gaming. Alter Schwede! Schon wieder so ein langer Name, hatten wir im letzten Video auch schon. Egal. 16 GB, das bedeutet für euch, für WQHD super geeignet, 4K ginge auch noch. Da müsst ihr ein bisschen mit den Details rumspielen. Das liegt in dem Fall nicht an der Speicherbegrenzung, sondern an der Grafikkarte selbst. In WQHD reicht die für alle Titel aus. 4K, wie gesagt, müsst ihr ein bisschen reduzieren. Raytracing sowieso schön auf Minimum halten, wenn überhaupt. Ja, bei AMD-Grafikkarten ist das immer so ein Thema. Nvidia ist da deutlich besser. Aber in dem Preisbereich auch eine gute Grafikkarte. Und die kostet 529 Euro bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB, also Dual-Channel, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast. 3600 MTS ist schon mal ganz nice, weil der Prozessor eigentlich offiziell 3200 unterstützt, aber da habt ihr noch ein paar Prozentpunkte mehr, was die FPS angeht. CL17 ist auch okay, normalerweise ist er CL18, werdet ihr aber eh kaum merken. 16 GB ist ein bisschen wenig. Es ist nur als Tipp gedacht. In dem Preisbereich kann ich das noch verstehen. Packt euch 32 GB rein. Gerade bei den aktuellen Speicherpreisen, dann gebt ihr noch ein Fuffi mehr aus, dann habt ihr halt 32 GB. Das würde ich auf jeden Fall so machen. Und der kostet 41,89 Euro bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde. Die reicht für einen Zocker normalerweise aus. 1 TB müsst ihr wie immer selber mit klarkommen. Ich würde mir 2 TB reinpacken, weil ich weiß, wie groß die Spiele mittlerweile geworden sind, aber in den Preisbereich passt 1 TB halt gut rein. Ich weiß, viele finden diese SSD irgendwie unangebracht, weil sie mit QLC oder TLC-Speicher verkauft wird. Ich persönlich denke, mit der Geschwindigkeit für Gamer reicht das sowieso. Alles, was
etwas schneller ist, wäre Quatsch. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt natürlich ein sehr, sehr teures System habt, dann nimmt man eine schnellere SSD. Aber zum Zocken reicht die dicke. Und die kostet 41,68 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Gigabyte GPUD850 GM80 Plus Gold Vollmodular. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und Vollmodular. So fliegen dann die Kabel, die ihr nicht benötigt, nicht im Gehäuse rum, sondern die sind irgendwo in einem extra Karton. Dubaro liefert das dann halt so aus. 850 Watt auch völlig ausreichend. Und bevor jetzt jemand Sorge hat, dass das Gigabyte-Netzteil irgendwie hochgeht oder so, nein, das war eine andere Serie, das war PGM, da steht das auch dahinter. Wir haben hier UDGM. Von daher ist ein B-Tier-Netzteil völlig in Ordnung. Und das kostet 97,78 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Enermax Starry Night SK30 RGB mit Glasfenster. Das bringt schon 3 RGB-Lüfter in der Front mit, 140 mm und einen im Heck RGB beleuchtet, 120 mm, hat eine Mesh-Front, der Airflow ist gegeben. Ja, ist groß genug, kann man nichts Schlechtes drüber sagen, ist okay. Und das kostet 96,90 Euro bei HiQ24. Betriebssystem wie immer optional erhältlich, das ist auch nicht vorinstalliert, macht euch einfach einen USB-Stick fertig. Ich habe dazu eine Anleitung auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das ist eine Sache von 5 Minuten, ist der Stick fertig, könnt ihr selber installieren. Service, 2 Jahre Garantie, dann kriegt ihr einen Retourenschein, kein Pickup und Return, ist ja immer so bei Dubaro. Ihr müsst das Ding dann selber zur Post bringen, wenn irgendwas damit ist, aber ihr bekommt ein Versandlabel. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.112,33 Euro. Das System soll kosten 1.099 Euro. Ist also plus minus 10 Euro, ungefähr gleich Geizhalsliste. Das kann man durchaus machen. Das Ding wird euch quasi umsonst zusammengebaut. Natürlich haben die Margen bei den einzelnen Artikeln. Ne? Ist ja ganz klar, die machen da jetzt keine Miesen oder so. Die haben mal irgendwann in großen Mengen zum Beispiel den RAM gekauft. Von daher kriegen die den dann auch günstiger. Aber für euch als Endkunden könnt das billiger eigentlich nicht haben. Natürlich hat Dubaro manchmal so Aktionen, zum Beispiel mit Kreativecke, dass ein PC dann 200 Euro günstiger ist als Geizhalsliste. Aber jetzt in dem Fall ist er 1:1, das passt soweit. Ich würde euch dann einfach empfehlen, nehmt halt noch 32 GB RAM, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Vielleicht ein CPU-Kühler mit RGB, wenn euch das besser passt. Ich finde den Kühler gut, ja, aber ist halt nichts Besonderes. Natürlich haben wir jetzt hier noch ein AM4-System, genauso wie eine Grafikkarte aus der vorherigen Generation, aber in dem Preisbereich ist das echt schon ein guter Deal. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.